Melodien der Berge. Heute mit einer Wanderung zur Walleralm, wo ein Almfrühstück als Belohnung wartet. Mit einem Ausflug auf die Hohe Salbe. Mit dem Kinderparadies Hexenwasser und dem Krapfenbacken für die ganz Kleinen. Und mit altem Handwerk, wie dem Pilotenschlagen. Auf geht's zum Wilden Kaiser, diesem gewaltigen Gebirgsstock voller Graten, Zacken und Gipfel. Dieses wirklich wild zerklüftete Massiv ist Abschluss und steinerne Krone der nördlichen Kalkalpen. Wie ein weißgraues Riff erhebt sich der Kaiser aus dem grünen Meer des Tiroler Unterlandes bis hinauf in den tiefblauen Azur. Und ich ziehe jetzt meinen Hut vor dem Kaiser und natürlich vor Ihnen und sage Grüß Gott zu den Melodien der Berge. Ja, zwischen dem Kaiser und hier, das sind die Ausläufer der Kitzbüheler Alpen, da liegt da unten ein weitgezogener Talboden, das Zölllandl. Und damit ist auch unser heutiges Reiseziel beschrieben, in das ich Sie ganz herzlich einladen möchte. Dazu gibt's, wie Sie ja sehen, großartige Weitblicke auf Berge und Gipfel. Ganz besondere Einblicke in die reiche Natur der Alpenwelt. Den einen oder anderen Rückblick auf die reiche Geschichte dieser Region und Ausblicke auf Brauchtum und Handwerk. Und natürlich, wie Sie es gewohnt sind, musikalische Seitenblicke. Schön, dass Sie mit dabei sind. Kreisverkehr und keine Strafmandate. Ja, da gibt's kein Alkotest und keine Planquadrate. Auf der Rundo gibt's kein Kreisverkehr, nur lauter nette Leid. Kommt die Sennrin wieder ein Krut daher und singt gleich voller Freit. Lustig sein, um wegen aber Promille. Da zupft ihr niemand den Führerschein, keiner schaut dir in die Pupille. Auf der Rondo gibt's kein Kreisverkehr und keine Geld an Treiber. Da fährt kein Abschleppdienst daher, da gibt's keine Straßenräuber. Schäffau am Wilden Kaiser, die kleinste Kaisergemeinde und die Pforte ins Wanderparadies Wilder Kaiser.
Idealer Ausgangspunkt dafür ist das Naturjuwel Hintersteiner See. Mit seinem kristallklaren Wasser und seinem reichen Fischbestand. Er gilt als der sauberste Bergsee Tirols. Und lädt zum Baden und Bootsfahren ebenso ein wie zum Faulenzen und Genießen an seinen Ufern. Es ist der ideale Platz zum Entschleunigen, aber auch zum Krafttanken für den Ausflug in die Bergwelt, zum Adlerweg oder zum Jakobspilgerweg. Mein Ziel allerdings liegt ganz nah und ist in einer guten Stunde vom Hintersteiner See aus zu erreichen. Die Walleralm, ganz im Westen des Kaisermassivs. Das ist ein abwechslungsreicher Weg durch eine grüne Bergwelt. Und was erwartet mich oben auf der Stöffelhütte? Eine traditionsreiche Alm und ein kräftiges Bergfrühstück. So, servus, grüß euch, servus. Muss ich mal schauen, ob der Peter da ist. Ah, da ist er ja schon, hallo, servus. Michael, grüß dich. Nett, dass ich dich wieder mal sieg. Ja, du, ich hätte noch kommen müssen bei mir. Hast du ein Platzl für mich? Auf jeden Fall, bitte. Servus. Ja, bei der Musik, grüß dich. Servus, bitte. Ach, hallo. Ah, Peter, schön. Hast du schon was hergekriegt für mich? Ja, Frühstück haben wir gemacht. Bergfrühstück ist ja bei vielen Almen jetzt hier oben bei euch in Mode. Wieso macht ihr das alle? Frühstück am Berg ist neu und es ist als Motivation gedacht für die Wanderer, dass sie einfach in der Früh auf dem Berg gehen und mal sehen, wie schön das bei uns herum ist. Ja, du erlebst es ja immer. Es ist ja herrlich mit diesen Wolken, die das ja auflösen. Ganz eigene Stimmung. Und was servierst du dann? Ja, als Stärkung? Unser Frühstück, wir machen ein bisschen was selber. Unser Brot macht die Mama. Boah, dann haben wir einen eigenen Butter, den macht auch die Mama. Mhm. Kasen haben wir ein bisschen daneben her selber, Marmeladen machen wir selber. Also es ist wirklich ein bisschen was Spezielles dabei bei unserem Frühstück. Ganz, ganz wunderbar. Einen Kaffee gibt es dazu, wahrscheinlich einen Tee oder Wasser oder Kaffee. Saft kann man haben. Ganz klassische Geschichten, ja. Und wir haben uns da noch was Besonderes ausgedacht. Wir haben gesagt, die Bayern trinken sehr gerne Bier. Stimmt, meistens nur Weißbier. Und jetzt haben wir gesagt, machen wir ein ganz spezielles Bier, was man auch zum Frühstück trinken kann. Es ist ganz dunkel, schaut fast aus wie ein Kaffee. Und ist ganz was Neues. Es ist ein IPA. IPA? Ja, habe ich dazu, das probieren wir mal. Ja, gut. Christine, kannst du uns bitte zwei IPAs bringen? IPA, habe ich noch nie gehört. Was ist denn das für ein Bier, sag mal? Es ist ganz spezieller Hopfen dabei. Es ist ein Hopfen gezüchtet worden mit Aromahopfen, ja, der was nach Zitrus, nach Orange schmeckt. Echt? Ja, es ist ganz was Eigenes. Ah, ich sehe schon da. So, wenn es in Tirol heißt, ist es gesund, bitte. Danke dir. Dankeschön. Also, stoß mal an. Michael, Prost, gell? Prost. Prost. Also das bayerische Reinheitsgebot verlassen, das schmeckt mir wirklich raus, Zitrone. Nein. Reinheitsgebot, wir sind nach wie vor auf dem Reinheitsgebot drauf und es sind wirklich nur die natürlichen Zutaten drin bei dem Bier, was einfach reingehört. Nur es ist sehr stark gehopft, wir haben das 6-7-fache Hopfen drin, was normal üblich ist beim Bier und haben das eben ein bisschen dunkel eingebraut und ein kleines bisschen stärker, aber es ist sehr hervorragend geeignetes Aperitif und eben, wir sagen als Alternative zum Kaffee. Verlangt nach mehr. Schwarzes Gold, das rinnt die Kehle runter, es ist wirklich wunderbar. Und dann noch diese Landschaft um uns rum, dieser Ausblick Walleralm, das ist eine uralte Alm, gell? Ja, wir haben die vierte Generation bereits gehabt, bei uns die Alm jetzt herum. Die Hütten sind 300 bis 350 Jahre alt, man sieht das eh und es ist sehr, sehr traditionell bewirtschaftet von uns. Ja. Also, dass du das so erhältst und bewahrst und mit neuem Leben erfüllst, finde ich wunderbar. Du machst da Veranstaltungen, Frühstück da und mit Musik sogar. Wir haben sehr oft Musik herum, Frühschoppen hauptsächlich. Ja. Haben letzte Woche ein Zugentreffen gehabt mit steirischer Harmonika. Das haben sehr einen guten Zulauf gehabt. Haben ungefähr 100 Ziehharmonika-Spieler herum gehabt. Ja, es war ein Riesenfest. Wir haben ein super schönes Wetter gehabt. Und heute sogar und ganz traditionell, ja, ein ganz junger Bursch, der Zither spielt. Heute haben wir gesagt, einmal was anderes. Nicht immer nur Harmonika, sondern ein Zitherspieler. Ja. Das ist der Andreas. Er ist bereits international bekannt. Und ich darf Andreas bitten, dass er uns einen spielt. Ja, gut, ich bin gespannt. Der dritte Mann. Ja, ja, ja. Aber es geht auch flutterwärme. Es kommt schon auf Zack. Ja? Ja, jetzt gibt er Gas. Oh, jetzt Das geht ja richtig. Ja, da müssen wir uns ein bisschen motivieren. Gell? Also ich würde mal sagen, in der Mutter kommt man in Stimmung. Das ist ein echtes Multitalent, ja, würde ich sagen. Wahnsinn, ja. Belebt die Zither ganz neu. Der Andreas Erber. Ja, bravo. Schau an, schau an, schau an. Lässig. Fetzig, bohrisch, 1, 2, 3, 4.
Aber Ding, die Rangel, was an mir, es wackelt schon da Hammer stehen. Jetzt sind wir in Going, einer bajuwarischen Gründung. Sein Gotteshaus wurde von einem Kitzbühler Baumeister errichtet und geweiht ist es dem Heiligen Kreuz. Das farbenfrohe Deckengemälde der gewaltigen Kuppel ist der krönende Abschluss eines heiteren und hellen Kirchenraumes. Diese Dorfkirche zählt zu den reichsten und schönsten Rokokokirchen Tirols. Das Wirtshaus gleich daneben ist allerdings nur Filmkulisse für den Bergdoktor. Das berühmteste Wirtshaus des Orts, das ist der Stangelwirt. Heute längst luxuriöses Biohotel und Mekka der Reichen und Schönen aus Kitzbühel und München. Und so sieht Going von oben aus. Gefilmt hat das der Simon Oberleitner, der sich dem Traum vom Fliegen verschrieben hat. Und mit dem habe ich mich auf dem nahegelegenen Flugplatz in St. Johann in Tirol verabredet. Ja, Simon, servus. Ja, hallo Michael, grüß dich. Ach du, aber sag nicht, dass du mit dem Ding da deine ganzen Filmaufnahmen machst. Genau mit dem Gerät mache ich das. Das gibt's ja nicht. Das schaut aus wie so ein Dreirad, so ein Rasenmäher. Was ist das genau? Das nennt sich Gyrocopter oder Tragstaber. Und wie funktioniert der? Das ist ein ganz simples Prinzip. Aha. Ich habe hinten einen Propeller, der schiebt mich an. Aha. Und der da oben, der Hauptrotor, der dreht sich wie ein Windradl im Fahrtwind. Aha, und da kannst du dann rauf und runter. Wie hoch kommst du ungefähr da? Oh, da komme ich
Auf dem Wilden Kaiser nur viel höher. Also nicht schlecht, das muss ich sagen. Und hast du das als Bub Pilotenwunsch gehabt und hast das dann gelernt? Oder? Nein, ich bin Fotograf. Ich mache Hotelfotografie, ich mache Landschaftsfotografie, ein bisschen filmen. Und da hat sich einfach eins zum anderen. Ich wollte da ein bisschen von oben runter das Ganze filmen. Und ja, so kommt man halt irgendwann einmal zu so einem Gerät. Und, tja. Diese Leidenschaft habe ich auch von oben runter schon. Finde ich so traumhaft schön. Und wo fliegst du jetzt hin? Jetzt fliege ich noch runter um den Wilden Kaiser. Ja. Und da hast du jemand dabei, weil es ein zweiter Sitz ist? Ja, dich. Dich nehme ich jetzt mit. Okay, hör auf, ich habe nichts dabei, ich kann ja nicht so im Hemd fliegen. Ja, tja. Helm ist da, Jacken ist sicher dabei und dann packen wir's. Okay? Ich schlage ein, komm, jetzt hast du mich überredet, ich komm mit. Perfekt. Super. Auf geht's. Puh, jetzt muss ich. Ein bisschen mulmig ist mir schon, das gebe ich zu beim Abheben in so einem kleinen, wackeligen Fluggerät. Aber das ist schnell vergessen, denn die Eindrücke aus der Vogelperspektive sind doch zu überwältigend. Vor allem, wenn man mit dem Gyrokopter den Felszacken des Wilden Kaisers so nahe kommen kann, wie sonst nur Kletterer. Das sind wirklich unvergessliche Einblicke in die Natur der Bergwelt. Elmau am Wilden Kaiser hat längst einen zweiten Namen. Es ist das Bergdoktordorf. Idyllisch ist es hier wirklich. Ein wenig heile Bergbauernwelt ist ein Erfolgsgeheimnis der Fernsehserie. Nostalgisch, ein bisschen so wie früher halt. Das ist der sagenhafte Blick auf den Wilden Kaiser von der Bergdoktorpraxis aus. Und so gut wie alles über den Bergdoktor weiß der Peter, der mich auf eine seiner berühmten Führungen mitgenommen hat. Ja, Peter, wie ist es zugegangen, dass du Bergdoktor-Wanderführer geworden bist? Ja, weißt Michael, ich bin schon über 30 Jahre jetzt Wanderführer da am Wilden Kaiser. Ich kenne schon jeden Stein persönlich, wenn er raufgeht. Ja, deswegen, schöne Kaiser. Deswegen schaut das alles so toll aus, hast du mich hier erinnert. Das ist ein Wahnsinnsblick da. Ja. Das muss man wissen. Der Wahnsinn. Ja. Und seit 2007 ist ja der Bergdoktor bei uns da in der Region Wilder Kaiser unterwegs. Mhm. Gell? Ich habe dir die Triote so gezeigt, wie es unten ausschaut, wie in Going, wo die Kirche ist, wo das Gasthaus ist. Da in Elmau waren wir drin, in der Arztpraxis. Genau. Die, was man Dienstag und Freitag besuchen kann. Ja, und wo sind wir? Im Chef am Hintersteiner See. Ja. Und jetzt sind wir in Söll. In Söll und ja. Was hat, ah, das ist,
Das Haus, das ist, da wohnt er, gell? Das ist das, wo der wohnt, wo die Familie Gruber wohnt. Das ist der Gruberhof im Film. Aha. Wunderschön, traumhafte Lage, gell? Ja, und wieso führst du mich vorbei und nicht rein? Ja, das ist das, der Gruberhof ist noch bewohnt, gell? Und darum man darf man zwar von draußen ausschauen, aber nicht drin. Da muss man die Familienszene ein bisschen wahren, gell? Von draußen kann man sie anschauen. Ein Idyll hier, das ist ja noch schöner, wäre kitschig, ja, sagt man immer, gell? Und der wunderschöne Blick ist ja ganz gewaltig. Ganz ehrlich. Du, was erlebst du jetzt bei deinen Führungen? Hast du beim bei der Arztpraxis drüben sehen den kleinen grünen Briefkasten. Ja, ja, rechts, genau, von der Eingangstür. Ja, 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 ja. Was meinst du, was das ist? Rezepte. Nein, nein. Da kommt die Liebesbriefe rein für den Bergdoktor. Ja. Ja, da kommen die Frauen und stecken die Briefe rein für den Bergdoktor. Die kriegt er auch, oder? Das ist selbstverständlich, kriegt er. Der liest sie auch alle. Der Hans ist auch ein fescher Mann. Ja, ist er zu haben oder vergeben? Ja, er ist schon verheiratet, privat, aber im Film ist immer noch zu haben. Er hat ja viele Liebschaften. Und, ist ein kleiner Hallo drin. Ist er so ein Netter, wie er im Film ist? Ganz ein Netter, ja. Berger Busch, sagt man bei uns in Tirol. Also, tolle Film, ja. Zum Anfassen. Geht auch zu den Leuten hin und so. Ganz gut. Und es kommen viele Leute mit bei unserer Filmwanderung und das freut mich. Ja. Wie oft findet die Stadt? Wann ist die? Ja, die machen wir einmal im Monat im Sommer und natürlich im Frühjahr, wenn unsere Familienbergdoktorwoche ist, im Herbst, wenn die Bergdoktorwoche ist, spazieren mit den Gästen und zeige die schönsten Drehorte vom Bergdoktor. Ja, da wird immer fotografiert. Also. Sag mal, du selber, warst du schon mal dabei? Ja, einmal habe ich aushelfen müssen. Gell? Als Leiche, oder? Nein. Aber nicht ganz. Ich habe beim Bergdoktor die Karin Thaler gerettet. Oh, das ist natürlich besonders schön, wenn man eine schöne Frau retten darf. Aber nur 10 Sekunden war ich drin, länger nicht. Also, darauf stoßen wir an, sozusagen. Ja? Auf geht's! Juhu! Komm! Elternhaus steht drum am Berg, wo die Luft nur klar und rein ist. Und der Vater ist ein zufriedener Mensch, er hat mir gelernt, durchs Leben zu gehen. Drum werde ich immer zu meinen Eltern stehen. Wo meine Wurzeln sind, das vergiss ich sicher nie. Da hab ich das erste Mal die Liebe richtig spürt. Ich dank dem Herrgott jeden Tag, dass er mir's Leben so schön gemacht hat. Drum sag ich heut Dankeschön. Hab ich's geschafft, hab eine liebe Frau, wie man's immer in meinem Leben hab erträumt. Ich trau mir sicher so, es könnte nicht schöner sein, für unsere Kinder soll es auch einmal so sein. Und dafür setz ich mich mit meinem Leben ein. Wo meine Wurzeln sind, das vergiss ich sicher nie. Da hab ich das erste Mal die Liebe richtig spürt. Ich dank dem Herrgott jeden Tag, dass er mir's Leben so schön gemacht hat. Drum sag ich heut Dankeschön. Ich dank dem Herrgott jeden Tag, dass er mir's Leben so schön gemacht hat. Drum sag ich heut Dankeschön. Drum sag ich heut Dankeschön. Das ist die Mutterpfarre des ganzen Tals, die barocke Kirche von Söll. Im Ortskern die großen Gasthäuser mit großer Geschichte. Die alte Poststation, in der auch Andreas Hofer Quartier hatte mit seiner Lüftelmalerei. Und der Feldwebel, der schon im Namen seine einstige Funktion trägt. Söll ist ein kleines Schmuckkästchen. Nicht erst seit es als schönstes Blumendorf Österreichs ausgezeichnet wurde. Vom kleinen Sonnenplateau des Talbodens geht es dann hinauf auf die Hohe Salve, dem Aussichtsberg der Region,
mit seiner herrlichen Fernsicht. Auf halbem Weg nach oben liegt Hochsöll mit seinen alten Bauernhäusern wie der Simonalm. Ah, schön ist hier oben. Und auf diesem Bankerl vom Haus, da kann man so richtig zur Ruhe kommen. Und einen Ausblick hat man hier oben. Schauen Sie mal. Und eine Stärkung gibt's auch, eine frische Milch. Und natürlich einheimische Spezialitäten, die trinkt die Maria. Oh, was ist jetzt das? Wie heißt das? Das ist ein Broderkrapfen. Ein Broderkrapfen. Was heißt ein Broder? Broder, das ist ein Mundartausdruck und bedeutet Topfen. Also Quark drin. Richtig. Mhm. Das ist eben in der Fülle ist ein Broder, mhm, ein Graukäs, mhm, Kartoffel, Zwiebel, Schnittlauch. Und natürlich Salz und Pfeffer. Ist ja richtig raffiniert, aber sehr deftig, gell? Ja, das also kann man schon sagen. Also es ist zum Kraftmachen auf dem Berg, so ist es. Unbedingt, ja, unbedingt. Da sagen wir, kann jeder zu dir kommen und sagen, ich hätte gerne einen Broderkrapfen? Bei mir kann gar jeder kommen, ob groß, ob klein. Aha. Auch jeder kann sich seinen Krapfen selber machen. Selber machen sogar? Selber machen. Aha. Ja, ich habe oft Kindergartengruppen, Schulklassen. Ja, das so ist sicher lustig, oder? Auf jeden Fall. Und Firmen kommen auch. Ja. Die halten da herum ihre Seminare an, mhm, und können dann entweder mitmachen beim Kochen oder sich natürlich auch bekochen lassen. Aber das verstehe ich, dass die heraufkommen. Weil hier kannst du wirklich runter. Und hier, glaube ich, kannst du ganz gut zu dir selber wieder kommen. Und Kochen macht dir sowieso Spaß, oder? Sowieso. Für die ganzen Manager, die brauchen das, gell? Genau. Und die Simonalm hat halt einfach ganz ein besonderes. Ja, ist einfach besonders. Finde ich aber auch, wenn man hier sitzt. Ich habe das Gefühl, hier kann man sich wohlfühlen und du kommst auch gerne hierher. Gell? Das ist dein Leben. Das ist mein Leben. Aha. Weil ich habe da herum die Hähner, mhm, ich habe zwei Gärten, mhm, die ich da mache. Ja, Kräutergarten und alles Mögliche. Ja, Kräuter, Blumen. Aha. Ja, Erstäpfelhandel natürlich. Mhm. Und ja, also alles, was man so braucht. Ja, und was zu allem gehört, sogar die Kühe sind da, frische Milch gibt's. Genau. Also es ist wirklich schön, bei dir einzugehen. Jetzt muss ich mal probieren. Oh, ganz schön heiß. Ah, jetzt sag mal, die backst du im Fett raus? Richtig. Mhm. Aber es ist gar nicht fettig. Ja, es ist da die Kunst, dass man das Fett recht heiß werden lässt. Mhm. Gell? Dann saugt es nicht so voll. Und dann saugt es nicht so voll. Sehr gut, aber Kraft gibt das. Weil bei mir ist es ja so, ich bin jetzt auf halbem Weg, ich möchte schon noch hoch, gell? Auf die hohe Salbe rauf, gell? Das glaube ich. Da brauche ich schon noch ein bisschen was. Danke dir. Bitte. Impuls der Zeit, hörst nicht das Lied, das Heimat schreit. Was gestern war, ist morgen vorbei. Wer lebt halt noch in unserer Zeit? Und am Guckelberg der alte Geigerfranz spielt ein Leben lang sein Hochzeitstanz. Es ist die Heimat, auf die ich so nah steh, weil ich da nimmer weggeh. Am Guck
Guckelberger alte Geigerfront spielt ein Leben lang sein Hochzeitstanz. Das ist die Heimat, auf die ich so nahe steh, weil ich da nimmer weggeh. Riesige Hexenbesen sind die Symbole des Söller Hexenwassers. Das ist eine Erlebniswelt in Hochsöll auf der Hohen Salbe, nicht nur für Kinder. Denn auch Erwachsene lieben es, mit nackten Füßen und wachen Sinnen die Natur wieder zu spüren. Auf dem längsten Barfußwanderweg Österreichs. Wasser spielt die Hauptrolle hier oben. Nach einer alten Sage von zwei guten Hexen in dieser Almregion gibt es verschiedene Stationen mit actionreichen Erlebniswelten rund um das kühle Nass. Ab und zu gibt es auch ein Kuhglockenkonzert, erdacht und gespielt von Mike, einem Tiroler Lebenskünstler, der hier oben der Hexenmeister ist. Kein Wunder, dass er es auch versteht, ungewöhnliche Klangwelten nur mit Wasser zu erschaffen. Im Land der 100 Regenschirme. Das ist ja komisch, Mike. Dein Schirm tropft ja. Das taucht er, gell? Witzig. Das ist der weltweit erste Regenschirm. Weil normaler Regenschirm schützt uns ja, oder? Aber der macht die Nase, oder? Oder spielt auch Musik, oder? Wie du das hörst? Ja, toll. Los einmal. Und weißt du, gell? Normal ein Regentropfen, schürt Wetter. Ja. Oder wenn er vom Plafon kommt, da ja. Aber hier ist ein schöner Rhythmus. Ja, richtig, Wahnsinn, gell? Ja. Rebt einen richtig an. Du, ja. Regentropfen, die an dein Fenster klopfen. Ja. Was ist das Hexenwasser für dich? Hexenwasser, das ist ein Platz, da ich sagen, wo Kinder wieder Kinder sein dürfen. Also, was Erwachsene auch, oder? Erwachsene sowieso. Denen tut es nämlich am allermeisten gut, oder? Weil die haben das schon langsam schon ein bisschen vergessen, das einmal loslassen können vom Stress. Und wo Kinder einfach auch laut sein können, umeinander fetzen können, ohne dass irgendjemand anzeigt, wo nichts passiert, wo es blaue Lippen haben, weil sie den ganzen Tag im Wasser sind, oder? Weil du bei Kindern bist, da wäre ein super Ding für die Kinder. Aha, was ist das? Und zwar ist das eine Wasserspringschale und da wirst du jetzt auch Kinder angerieren. Sitzt du mit mir? Ja. Wie heißt denn die Station eigentlich? Das ist Wasserklang, heißt das. Wasserklang? Wasserklang. Was mache ich jetzt? Du tauchst jetzt deine Hände mal ins Wasser ein, drehst einmal um und schaust einmal um. Schön. Was siehst du denn da? Glänz, Glanz. Glanz, genau. Und du siehst ein Muster. Ja, stimmt, jetzt lass einfach mal das Muster von deinen Händen, dein Profil, über den Griff gleiten. Und dann schauen wir, was passiert. Okay. Einfach reiben? Reib. Aha! Halt, Michi! Du bist im Urlaub, nicht auf der Flucht. Der Weg ist das Ziel und langsam. Jetzt lass ich dich Was für schöne Schwingungen. Wunderbar machst du das. Das gibt deinen ganzen Körper. So süß auch sein. Das hupferte Wasser. Jetzt habe ich noch was, jetzt habe ich ein Geschenk für dich. Ja. Lass mich mal okay, gut. Jetzt kommt der Meister. Der Hexenmeister persönlich. Bin ich gespannt, was du aus dem Wasser zauberst. Ja, warte. Jetzt schau nicht. Aha, Blütenblätter. Ja. Schön. Ah, das ist ja. Weil Blumen ja mit Wasser zu tun und Blumen Wasser brauchen. Aha. Kommen wir jetzt die ins Geschehen? Wie ein Wellnessbad. Ja. Und jetzt schauen wir mal. Ui. Michi, den Stern, den schenke ich dir und deine Zuhörer. Und danke. Dir. Das ist super. Manchmal traurig war, hast du getröstet und warst immer für mich da. Und bin ich einmal fort
du bleibst mir immer von nah. Von allem Anfang an hab ich gewusst, du führst dein eigenes Leben dann und wann. Denn Kinder wachsen schnell heran und unsere Träume bleiben nicht für immer jung. Und deine Kinderzeit ist längst Erinnerung. Denn die Sterne sind noch da, hoch am Himmel zählt. Unsere Sterne sind noch da und sie leuchten hell. Und bist du in einer Nacht irgendwo allein, schau hinauf und stell dir vor, ich will bei dir sein. Unsere Sterne sind noch da, so wie früher auch. Und ich bin dir immer nah, wenn dein Herz mich braucht. Kleine Kinder werden groß, später sieht man's ein. Doch die Liebe ist unsterblich wie Sternenschein. Die Zeit bleibt niemals stehen, das Leben hier auf Erden ist ein Kommen und ein Gehen. Nur Wärme und Geborgenheit begleiten uns auf unserem Weg für alle Zeit. Ich weiß, solang's mich gibt, werd ich von dir geliebt. Denn die Sterne sind noch da, hoch am Himmel zählt. Unsere Sterne sind noch da und sie leuchten hell. Und bist du in einer Nacht irgendwo allein, schau hinauf und stell dir vor, ich will bei dir sein. Unsere Sterne sind noch da, so wie früher auch. Und ich bin dir immer nah, wenn dein Herz mich braucht. Kleine Kinder werden groß, später sieht man's ein. Doch die Liebe ist unsterblich wie Sternenschein. Kleine Kinder werden groß, später sieht man's ein. Doch die Liebe ist unsterblich wie Sternenschein. Rund um das Goinger Gotteshaus findet an 6 Freitagabenden im Sommer der große Goinger Handwerks- und Kunstmarkt statt. Und das seit einem Vierteljahrhundert. Das Besondere daran ist, hier geht es nicht vor allem ums Verkaufen, sondern in allererster Linie ums Erleben. Ja, Kutschenfahrt gibt es auch, Pferde, Tiere und natürlich viel Handwerk. Und man kann den Handwerkern auch über die Schulter schauen. Da vorne ist der Klöppler, da braucht man viel Geduld. Und hier gibt es Original-Puppentrachten, genauso geschneidert wie die Original-Alpentrachten. Und sieht ja wirklich wunderschön aus. Aber jetzt müssen wir die Kutschen mal schnell vorbeilassen. Und da drüben, da sehe ich schon, da sitzt ein Korbmacher. Da schau jetzt mal rüber. Ah, servus, servus. Die Kinder, denen macht das ja besonders Spaß. Grüß dich, servus, bist du Tiroler? Ja, Tiroler, ja. Und jetzt machst du Körbe so wie früher, was nimmst du denn daher? Na, Haselnussstecker. Haselnuss. Und wie nennt man das bei uns? Sagt man Kraxen dazu? Ja, das ist ein Buckelkorb. Buckelkorb? Ja, auf dem Buckel auf der Kim, ne? Genau, damit man am Berg was transportieren kann. Heu und Mist und alles Mögliche. Wie lange brauchst du jetzt dafür? Ja, ungefähr einen Tag, je nach Größe. Tut mir leid, so lange habe ich nicht Zeit. Komm in Ordnung mal vorbei. Die Kinder zeigen stolz, dass auch bei den Tänzen die Traditionen hochgehalten werden. Und die anderen lernen die Fingerfertigkeit für schöne Blüten. Die Parade der historischen Traktoren zieht längst auch Mädels in ihren Bann. Nicht nur die Oldtimer. So hat man früher Holz gespalten, das kennt man noch. Was aber passiert hier? 4 Männer auf einem hohen Podest bearbeiten mit Musik und Muskelkraft ein großes Stück Holz. Ein archaisches Ritual? Ein vergessener Brauch? Durch Sand und Stein, durch Stein und Sand, ins Unterland, hoch auf. Ja! Huhu!
Also das gibt es wirklich nur auf dem Goinger Handwerkermarkt. Das sogenannte Pilotenschlagen. Männer mit strammen Wadeln und einem Schmalz. Servus, Helmut. Servus, Michael. Pilotenschlagen, was ist denn das genau? Wo kommt ja, das her? Das Pilotenschlagen ist ein sehr altes Handwerk. Das ist schon hunderte Jahre alt. Das hat man früher für Brücken gebaut, Fundamente, Uferverbauten. Oder zum Beispiel Venedig steht auf Piloten. Ach so, ja. Die Holzstämme in dem auf Sumpf. Die wurde dann einfach, das waren die Fundamente, und da wurde drauf gebaut. Unglaubliche Arbeit, man sieht es ja. Da braucht man richtig Körperkraft und Musik ist besser, oder? Ja, die Musik ist besser. Nicht? Da tut man sich halt ein bisschen leichter, wenn man singt. Nicht? Da geht es den ganzen Tag dann besser. Nicht? Genau, mit nicht wissen, da muss man was trinken und ein Schmalz hat es auch. Ja, das ist echt klar. Super, danke, servus. Servus. Was es nicht alles gibt auf dem Handwerkermarkt. Feinen handgemachten Trachtenschmuck. Man kann sich im Gold waschen versuchen. Es gibt einen Federkielsticker, den Georg Reiter aus Reit im Albachtal, den man bei der Arbeit über die Schulter schauen kann. Und da wird aus Hirschhorn allerhand alpenländischer Zierrat gefertigt. Der Bergwald am Wilden Kaiser. Eine Welt voller Geheimnisse, die langsam zu verschwinden drohen. Wäre da nicht jemand, der sie bewahrt und weitergibt? Die Waldläuferin Cornelia Miedler. In Dämmerungswanderungen führt sie Gäste zu verschiedenen Kraftplätzen im Wald, um wieder die Verbindung zur Natur zu wecken. Die führt zum Beispiel zum Wunschstein. Oder zum Rad des Lebens, einem Steinkreis, der langsam durchschritten wird. Von der Eiche über die Esche bis hin zur Tanne. Ja, da sieht man mal, welche unglaubliche Vielfalt im Bergwald steckt. Das ist sozusagen wie eine kleine Fotogalerie einer ganz großen Familie. Warum ich da bin? Ja, die Cornelia, die Conny, die hat gesagt, nach ihrer Wanderung hätte sie ein bisschen Zeit für mich und ich soll hierher kommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ist. Oh, da leuchtet es ja schon. Ha! Cornelia, ja, da bist du ja, Gott sei Dank. Oh, eine Fackel für mich. Wo geht's jetzt hin? Lass dich überraschen. Also gut. Komm. Also, du bist immer noch barfuß unterwegs. Bist du so eine Barfußgeherin? Ja, leidenschaftliche Barfußgeherin. Das ist gesund und gibt Kraft. Du nennst dich ja selbst Waldläuferin. Wie bist du das geworden? Naja, den Namen habe ich gekriegt von dem kleinen, unsichtbaren Volk in Venezuela.
Indianern sozusagen, Ureinwohnern? Genau, Ureinwohner von Venezuela, bei denen ich ganz viel leben habe dürfen und ganz viel lernen. Da warst du richtig im Urwald? Ja. Und jetzt machst du das sozusagen den Urwald hier, den heimischen, oder? Ja, genau. Du weißt eh, manchmal muss man weit weg, bis dann die Heimat wieder ruft. Verstehe. Und du hast mir jetzt hergeführt? Ui. Oh, das schaut ja gut aus. Wo sind wir da? Das ist der Bleikner Urkraftplatz, das Lagerfeuerplatz vom Bleikner Urkraftplatz. Servus. Der Franz. Michael. Servus, Franz. Du heißt schon gescheit ein. Ja, ja. Das ist aber sehr gemütlich jetzt. Finde ich wunderbar. Conny, wie bist du auf diese ganzen Plätze gekommen, dass du sagst, da ist Energie drin, da spürt man was? Naja, meine Visionen haben mich immer wieder darauf hingeführt, dass ich ja so einen Platz auch da machen möchte. Und das Schicksal hat mich eben zum Franz geführt. Und gemeinsam haben wir eben diese Stationen da entstehen lassen. Franz, du spürst das, was in der Erde ist? Ja, ich spüre das. Hast du das schon als Kind gemerkt oder wie ist das losgegangen? Ja, ich habe das als Kind gespürt und ich habe das eigentlich von meinem Onkel übernommen. Mhm. Der ist da oft auf Besuch gekommen zu uns. Mhm. Und wenn der da so mit der Route gegangen ist. Wünschelrute. Wünschelrute, ja. Und das hat mich so sehr fasziniert. Mhm. Und ich habe ihm da immer ein bisschen zugeschaut. Mhm. Und mir ist es dann gegangen, wenn der weg war. Dann habe ich mir selber so eine Route gebaut, mhm. also aus so einem Kupferdraht, und habe das probiert. Aha. Und dann hat das bei mir schon so Ausschlag angefangen. Und ja, das ist ja. Aber ich habe nicht gewusst, was ich da suche und was ich da finde. Ja, klar, ist klar. Und die Leute haben wahrscheinlich gesagt, oh, oh, oh. Ja, ja. Eigentlich habe ich mich, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen geschämt. So ist es. Weil die Leute dann lachen die aus. Ja, aber jetzt geht's gut. Wie sieht die aus? Was hast du jetzt für Wünschelrute? Ja, ganz eine einfache Wünschelrute. Das sind zwei Metallstäbe sind ja, das. Ja, aber das ist was Besonderes. Das ist ein Roster, ein reines Material. Aha, deswegen. Aha. Weil früher habe ich mit Kupfer und das Kupfer hat mich so aufgeladen. Mhm. Und das reine Material, das lädt mich nicht auf. Und da spürst du die Energie, die überall in der Erde ist, oder Wasser und so weiter? Ja, da habe ich mit der Route einen Deal gemacht. Ja, wenn ich jetzt, soll ich das einmal zeigen, wie das geht? Ja, probier mal. Wenn jetzt ich die Route frage, ich darf sie nicht manipulieren, das ist natürlich klar. Mhm. Also, ich muss mich in dem Moment, wenn ich mit der Route gehe, muss ich mich öffnen, damit ich das zu mir alles zubekommen lasse. Und dann zeigt mir die Route, was ist. Wenn jetzt ich zum Beispiel, jetzt gehe ich über einen Platz drüber, ich mache das jetzt da nicht, aber wenn jetzt ich einen Routenausschlag kriege, ich muss die Route aufheben und dann gehe ich, dann kriege ich entweder einen Ausschlag noch so nach außen, das mache ich jetzt selber, ja. Oder ich kriege die Routen einen Schlag nach innen. Mhm. Und da habe ich so, nach außen ist für mich Nein und nach innen ist für mich Ja. Ja. Wenn jetzt ich auf Wasserader gehe, dann gehe ich über den Grund drüber. Und dann habe ich ja vorher schon das mit der Route schon ausgemacht. Mhm. Und dann frage ich, ist da Wasserader, ist da Erdstrahlung? Mhm. Also nicht alles auf einmal, aber dann gehe ich und dann kriege ich von der Route den Ausschlag. Wenn es dann kreuzt, dann ist für mich Ja. Aha. Und du wiederum, Conny, du kennst dich mit den Kräutern aus, gell? Ganz gut. Du machst eine essbare Landschaft und da duftet es auch schon raus, da hast du einiges da. Ja, da habe ich es jetzt in getrockneter Form, aber da hinter uns wachsen zum Beispiel die Schinkenwurz, also Nachtkerzen, oder die Bibernell, die Pfefferwurz und so weiter. Und da habe ich einfach auch was für die Seele. Das riecht ja wunderbar her, gell? Düfte berühren auch, ja. Unser Weihrauch sozusagen. Ja? Genau, das ist der heimische Kräuterweihrauch. Ja. Jetzt könntest du 3 Tage hier überleben im Wald, oder? Wäre kein Problem, weil du findest immer was zum Essen. Wäre kein Problem, natürlich in Kombination mit dem wunderbaren Fisch von Franz. Aber wir haben natürlich Wurzeln. Es soll ja nicht der Survival werden, sondern es soll sich wieder einfügen in die Natur oder entdecken. Ja, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die Schulweisheit sich nicht träumen lässt. Und wenn die Dämmerung kommt, die Nacht, dann kann man die Geheimnisse der Natur besonders gut erspüren. Und das machen wir jetzt noch ein bisschen. Yeah.
Glöcklein bin, schön wollt ich läuten, das sollte ringsumher allen bedeuten. Ave Maria. Wenn ich ein Glöcklein bin, schön wollt ich läuten, sollte ringsumher allen bedeuten. Ave Maria, Ave Maria, Ave dein Herz hinein soll es erklingen. Ave Maria, wenn ich ein Vöglein wär, schön wollt ich singen, Ave Maria, bis in dein Herz hinein soll ein Mann und seine Kettensäge vor einer großartigen Bergkulisse. Was da wohl rauskommt? Das ist natürlich der wilde Kaiser, gesehen vom Hartkaiser bei Elmar aus, auf dem ich hier stehe. Und diesen Hartkaiser, den möchte ich jetzt mit Ihnen zusammen erkunden. Die erste Station, die ist natürlich die Rübezahlalp, sozusagen auf halber Höhe. Und da ist der Wirt zugange, ja, der Gerhard, servus. Michael, grüß dich, servus. Also ich muss sagen, wer Kodako, nicht schlecht, du. Du wolltest ja auch immer schon sehen, ja, wie ich sowas fabriziere. Ja, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, dass ich so lange nicht gekommen bin. Aber wenn ich die Nasen so anschaue, machst du ein Selbstporträt, oder? Nein, ist ja in Ordnung. Du, ich war froh, wenn ich die hätte. Es ist ja kein Meister vom Himmel gefallen. Wie bist du so zum Holzschnitzer geworden? Das ist ganz eigenartig. Ja. Ich bin eigentlich vom Beruf Koch. Mhm. Und vor 40 Jahren war ich 3 Jahre lang in Südafrika, Namibia. Mhm. Da gibt es natürlich dann kalte Buffets. Mhm. Und da bin ich drauf gekommen, dass ich Skulpturen aus Butter und Eis, das liegt mir. Das war einfach ein Traum. Und dann nach diesen 3 Jahren Afrika, ja, dann da oben auf der Alm, mhm, Butter, okay, geht schlecht. Eier, Eis, genau, geht auch nicht. Ja. Dann hast du beim Holzschnitz angefangen. Ja, dann haben wir gedacht, Holz haben wir genug. Ja, genau. Ich habe schon gedacht, du hast in Namibia die Bäume umgesägt, deswegen ist dort Wüste. Nein, so war es natürlich nicht. Jetzt ist es ja so, dass du hier oben auf der Rübezahlalm bist, heißt ja der Rübi. Das, ja, ist ja eine Familienalm. Seit wann seid ihr da, mhm, oben? Seit 72. Echt? Wir haben jetzt das 40-Jährige gehabt. Mhm. Also eine wunderbare Hütte, aber ja, es hat nicht immer so ausgeschaut früher, oder? Nein, das war ja mini da drüben. Es war eine Almhütte. Mhm. Da hat der Großvater hat darum Käse gemacht. War mini, also wirklich ganz, mhm, klein. Und der Anfang war natürlich wahnsinnig schwer.
Wir haben 4 Jahre lang alles mit der Holzkraxen. Echt? Buckelt? Schwer gebuckelt? L-Mauer, du weißt, wie weit das weg ist. Ja. Dann jeden Tag 3 bis 4 Mal mit 60, 70 Kilo sind wir da hochmarschiert. Kommt jeder und sagt, auch schön ist hier, man weiß nicht, was dahinter steckt. Gell? Es kommen ja nicht nur die Leute, die einfach vorbeikommen, sondern auch viele Prominente. Wer war schon da? Oh Gott. Hunderte. Da kommt wieder einer mit dem Flugzeug, gell? Ja, ja. Was losgegangen ist es mit Marianne Michael. Ja. Da war die erste, die lustigen Musikanten. Ja. 95 war das, die erste Sendung. Und von da weg ist dann, war immer mehr und immer mehr. Und heute geht bei uns der Fürst Albert im Jahr 2-3 Mal aus und ein. Wie ist der so hochnäsig? Ein Traum. Ja. Ein Traum. Aber jetzt muss ich noch mal auf den Holz zurückkommen. Ja. Du hast ja, was nicht viele Künstler haben, einen Ausstellungsraum der besonderen Art in gottesfreier Natur. Du bist hier am Berg mit deinen Figuren, gell? Michael, das musst du mir anschauen. Das mache ich. Ja. Du gehst mir darauf zum Hartkaiser und dann siehst du die ganzen Figuren. Da muss ich hochhatschen. Und ich hätte Stärkung für dich. Ach so, ja dann vielleicht. Gib her. Oh. Also ein Schnapsal, das brauchst du schon. Ja, also auf dein Wohl. Zum Wohle. Oh, der ist ja echt. Ja, was glaubst du? Du bist ein harter Hast du noch was überlassen? Ja. Gut, dann. Gesundheit. Auf dein Wohl und auf einen guten Trip. Jetzt geht's auf. Jetzt merke ich schon. Der Gerhard kann nicht nur hässlich, sondern auch schön. Und vor allem originell. Denn kein Gesicht gleicht dem anderen. Wer den schönen Aufstieg nicht schafft, ja, der nimmt halt die Hartkaiserbahn. Es lohnt sich, denn oben findet sich eine unberührte Natur mit weiten Wanderwegen, aber auch Elmis Zauberwelt. Ein Erlebnisgarten nicht nur für die Kinder. Frau, ein Jahr ist es schon her. Wir sind da recht ein glückliches Paar und lieben uns so sehr. Und wenn wir einmal tanzen gehen, dann denk ich gern zurück an unser schönes Sommerfest, ja und an dieses Lied. Hey Nachbarin, hey Nachbarin, komm häng die bei mir ein. Salzurber, denn heut soll's lustig sein. Hey Nachbarin, hey Nachbarin, da ist doch nix dabei. So gemütlich, so wie heut soll's immer sein. Und wir gönnen uns jetzt noch einen letzten Blick auf das wohl älteste Kaiserreich der Welt. Denn heute geruhen seine Majestät ja guter Stimmung zu sein. Aber das ist nicht immer so. Wer übermütig wird und den Kaiser reizt,
der kann schnell mal von seinem Wetterbandstrahl getroffen werden oder es kann sein, dass er ihn ganz abschüttelt. Aber so ist das. Die Natur hat ihren eigenen Kopf und ich bin überzeugt, wir tun gut daran, das auch zu respektieren. Auch beim nächsten Mal. Denn ich nehme jetzt meinen Hut. Servus.